Jaz sem Andrej Lušin iz Ljubljane, delam za projekt Raduki. Eden od partnerjev je tudi vlada književine Liechtenstein in na njihovo povabilo sem tukaj. Ta projekt pa se ukvarja z podporo prevodom iz nemškega prostora v jezike jugovzhodne Evrope. Also ich bin Andrej Lušin, ich komme aus Slowenien. Ich arbeite an einem Übersetzungsprojekt in Berlin. Und seit einem Jahr ist auch Liechtenstein als Partner an diesem Projekt beteiligt. Und auf Einladung von unseren liechtensteinischen Partnern sind wir jetzt gerade zu einer Sitzung in Vaduz. Das ist mein erstes Mal in Liechtenstein. Also ich bin früher noch nicht hier gewesen, aber ich finde alles also sehr toll, sowie die Landschaft als auch die Leute. So viele, wie ich kennengelernt hat, sie waren alle sehr gastfreundlich, also haben uns sehr schön empfangen und auch viele interessante Sachen erzählt über Liechtenstein, die wir gar nicht wussten. Also die ganze Geschichte finde ich sehr spannend, wie sie die Familie von und zu Liechtenstein, also im Laufe der Geschichte, sie haben immer die richtige Entscheidung getroffen, wie sie das Fürstentum weiter behalten können. Und das finde ich sehr klug. Also. Und auch wirtschaftlich habe ich erfahren, dass sie wieder viele richtige Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel mit der ganzen Modernisierung in den 60er Jahren. Die haben damals klugerweise mit der also Industrialisierung angefangen und das hat sich sehr gut erwiesen. Und also ich bin eigentlich sehr begeistert von diesem kleinen Land. Wir befinden uns zurzeit im Liechtensteinischen Landesmuseum. Haben Sie hier etwas Interessantes gesehen und gefunden? Ja, also uns wurde jetzt die Geschichte erzählt von der Adelsfamilie. Die Geschichte finde ich sehr interessant. Und so wie eben gesagt, diese Geschichte, wie es dann aus einem kleinen armen Land die Entwicklung kam, dass man jetzt also Vollbeschäftigung hat, dass man also dass ein reiches Land geworden ist. Also das finde ich sehr toll. Ja, wenn Sie Zeit haben, dann bitte kommen Sie nach Vaduz. Sie werden freundlich empfangen und es gibt viele interessante Sachen zu sehen und zu tun. Dore, če imate čas, kar pridite v Liechtenstein, presenečeni boste, kako je tukaj lepo, kako je tukaj v bistvu zanimivo in stvari so res nam neznane. Imamo neke predstave o tem, kaj je Vaduz, kaj je Liechtenstein, ampak te predstave so zelo povezane s predsodki, ki ne držijo in mislim, da boste presenečeni, kako je tukaj v resnici. Thank you, Fumas. Hvala lepo. Thanks a lot.